Mitch wollte nichts als weglaufen. Ihr Nacken fühlte sich kalt und verspannt an, und die Haut prickelte. Sie wollte laufen, nichts als laufen, den Berg hinunter, laufen, so schnell sie nur konnte. Aber ihre Beine machten nicht mit. Alles in ihr drängte sie wegzulaufen. Aber ihre Beine machten nicht mit. Sie stand immer noch vor dem Spalt in der Tür und hielt krampfhaft die Plastiktüte fest. Der Klang der Stimme, seltsam und fremd, hatte sie erstarren lassen. Irgendwann merkte sie, dass ihr der Nacken wehtat, und sie brachte es irgendwie fertig, die Schultern sinken zu lassen. Sie bewegte leicht den Kopf und verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Jetzt wusste sie, dass sie weglaufen könnte, wenn sie wollte. Doch sie blieb und lauschte an der Tür. Wieder kam ein Geräusch aus der Wärme und Dunkelheit des Stalles, und es kam tatsächlich aus dem Stall dieses Mal. Keine Worte, nur ein Stöhnen. Ein Stöhnen vor Schmerz und Verzweiflung und schierer Hoffnungslosigkeit. Und plötzlich hatte Mitch keine Angst mehr. Etwas an diesem unendlich verzweifelnden Stöhnen nahm ihr die Angst und gab ihr das Gefühl, helfen zu müssen. Wer immer hinter der Tür war, befand sich in einer schlimmen Lage. Sie stellte ihre Tüte auf den Boden, fasste nach dem Türgriff und drückte. »Wo bist du?« fragte sie leise. Aus der Dunkelheit kamen ein Rascheln und wieder ein Stöhnen, bei dem sie unwillkürlich einen Schritt zurücktrat. Der Laut war aus der hintersten Ecke des Stalls gekommen. Nervös trat sie wieder vor und sah noch einmal hinein, konnte jedoch absolut nichts erkennen. »Soll ich Hilfe holen?« Sie flüsterte fast. Ein unangenehmer Geruch lag in der Luft. Ein Tiergeruch nach Mist und Ammoniak. Jemand zog in der Dunkelheit scharf die Luft ein. Dann kam wieder die Stimme, und wieder schienen die Worte in Mitch selbst zu entstehen. »Nein!« Pause. »Hilf du mir! Du!« Dieses Mal wich Mitch nicht von der Stelle, aber ihre erste Reaktion war wieder, die Hände auf die Ohren zu pressen. Die Stimme machte ihr Angst. Es war, als rede jemand über eine seltsame Art von Telefon mit ihr. Ein Telefon in ihrem Kopf. Sie hörte die Worte, sah sie auch irgendwie, wie Bilder oder Farben, doch es war kein Laut in der Luft. Es wurde mit ausländischem oder zumindest fremdartigem Akzent gesprochen, und die Stimme schien anders als normale Stimmen, nicht menschlich. Ihre eigene Stimme war es jedenfalls nicht, da war sie sich ganz sicher. Träumte sie? Ihr linker Daumen tat weh, aber sie traute sich nicht hineinzuschauen, traute sich nicht, den Blick von der Dunkelheit im Stall zu nehmen. Endlich brachte sie genügend Mut auf, um langsam hineinzugehen. Sie wandte sich nach links und tastete sich ein Stück an der Wand entlang, bis sie sich nicht mehr selber im Licht stand. Ihre Fingerspitzen glitten über den rauen Beton in ihrem Rücken. Langsam bewegte sie sich vorwärts. Jetzt konnte sie etwas mehr erkennen. In der hintersten Ecke sah sie eine Landmaschine. Sie hatte mehrere stachelige Räder wie Spinnweben oder Feuerräder, die sich überlappten. Die Speichen waren alle auf dieselbe Art leicht geknickt. Die Räder waren hellgelb. Zumindest erschien es in dem düsteren Licht so. Und auf einen schweren roten Rahmen montiert. Eine Art Rechen? Eine plötzliche Bewegung unter dem Rahmen ließ Mitch zusammenzucken. Sie drückte sich gegen die Wand, bereit hinauszulaufen. Da lag es also, unter der Maschine. Es sah aus wie ein Bündel weißlicher Lumpen oder Betttücher, etwas Flatteriges. Mitch schaute zur Tür zurück und vergewisserte sich, dass sie jeden Augenblick fliehen konnte. Dann stieß sie sich von der Wand ab und schlich auf die Maschine zu. Ihr Herz hämmerte. Wieder bewegte sich etwas. Sie blieb stehen. Sie sah, ja, was denn? Ein Bein? Beine auf jeden Fall. Die hellen Beine eines Tieres. Dünn wie die eines Windhunds oder eines Rehs. War es ein Reh? Ein weißes Reh? Das Spiel, das sie sich ausgedacht hatte, holte sie wieder ein. Hirschjagd im Königsforst. War es ein weißer Hirsch? Nein. Das Ganze war so verrückt. Und was war mit der Stimme? Sie bekam wieder Angst, dass sie annehmen musste, dass sich außer ihr und was immer da unter dem Rahmen lag, noch jemand im Stall befand.
Sie schaute sich um, konnte jedoch nichts sehen. Niemand. Was war es dann?